9. Januar 2021, 13:26 Uhr. Herr Becker, Sie haben eine Aktion geplant, ab Montag Ihr Restaurant zu öffnen. Können Sie uns erstmal sagen, wie heißt Ihr Restaurant? Wo befindet sich das und was haben Sie für Montag geplant? Es ist das Bäckers am Tegernsee, also im Mund am Tegernsee. Und meine Intention ist jetzt am Montag, also ich habe ein Café-Bistro mit circa 35, 36 Sitzplätzen und ich möchte am Montag aufmachen, also öffnen, einfach um, ja, inzwischen sind wir ja schon doch in ziemlich vielen Medien, auch bundesweit. Ursprünglich hatte ich gedacht, nur um den Tegernsee herum, einfach um mal ein Zeichen zu setzen, dass die Maßnahmen, die bezüglich einer Corona-Ausbreitung, die im Moment von der Regierung erlassen wurden, kontraproduktiv sind. Dass es also wirklich mehr Probleme schafft, als das Corona-Problem gelöst wird. Man kann mit Gastronomie und Schließung von Einzelhandel, den klassischen Einzelhandel, jetzt nicht Lebensmittel, aber Boutiquen oder auch Friseure oder Solo-Selbstständige und so weiter und so fort, das kennt man ja alles. Die leiden unter diesen Schließungen. Viele gehen pleite, weil sie kein Geld mehr verdienen können. Das bisschen Unterstützung von der Regierung hilft den meisten auch nicht sehr viel, vor allem denen, die Kredite aufgenommen haben. Und es ist nachweislich gesichert, dass speziell in der Gastronomie, und deswegen will ich auch öffnen, gerade die Ansteckungsrate sehr gering ist. Die Gastronomie hat viele Dinge von den Hygienemaßnahmen umgesetzt, hat sehr viel investiert. Und jetzt dürfen es nicht mehr öffnen. Und das ist einfach kontraproduktiv. Und da will ich einfach ein Zeichen setzen. Wohl wissend, dass vermutlich 5 Minuten nach Öffnung oder sogar 5 Minuten vor Öffnung Polizei und Landratsamt vor der Tür stehen und wahrscheinlich wieder schließen werden. Davon gehe ich aus. Befürchten Sie denn da Konsequenzen, wenn, wie von Ihnen befürchtet, Polizei und Landratsamt bei Ihnen vor der Tür stehen könnten? Also Konsequenzen insofern, da muss man mal schauen, wie gravierend das dann ist. Aber es gibt ja einen Bußgeldkatalog, und da wird für diese Ordnungswidrigkeit, wenn man eine Gastronomie öffnet, 5.000 Euro Bußgeld. Wären Sie dann bereit, diese 5.000 Euro im Falle, dass es rechtskräftig wird, zu bezahlen? Oder würden Sie dann schon gleich ja, versuchen, rechtliche Schritte einzuleiten Ja, gegen? also ich werde mit Sicherheit rechtliche Schritte einleiten und das ist letztlich auch mein Ziel, dass ich diesen Bußgeldbescheid bekomme, weil dann habe ich persönlich auch ein gutes Argument vor Gericht zu ziehen. Und es gibt ja inzwischen in Deutschland ausreichend Anwälte, die sich gerade auf diese Themen spezialisiert haben. Und ich habe jetzt noch keinen konkreten Anwalt, ich habe mich aber ausführlich informiert, welche Möglichkeiten es gibt. Also ich werde mich durchklagen, wenn es notwendig ist. Wobei ich habe viele Dinge gehört, dass wenn dann jemand gegen einen solchen Bußgeldbescheid Einspruch erhoben hat, dass die Gerichte das auch aufgehoben haben. Manche haben überhaupt keinen Bußgeldbescheid erlassen, weil sie schon wussten, wird sowieso wieder aufgehoben. Wie es uns gehen wird, weiß ich definitiv nicht. Aber wenn ein Bußgeldbescheid kommt, werde ich Einspruch erheben. Und das gegebenenfalls bis zum EuGH durchkämpfen. Weil was bei uns ja passiert mit diesen Verordnungen, die auf dem Infektionsschutzgesetz, das ja am 18.11. verabschiedet wurde, basiert, das ist rechtswidrig. Und zwar gegen die Verfassung und auch gegen das europäische Recht. Sie haben gerade die Änderung des Infektionsschutzgesetzes angesprochen vom 18.11. Das wurde da ja durchgepeitscht durch Bundestag, Bundesrat und dann auch gleich vom Genau. Bundespräsidenten unterschrieben am selben Tag. So Auch schnell haben wir noch nie ein Gesetz verabschiedet. Es war das schnellste Gesetz überhaupt. Genau, das war ja auch das Gesetz, das dafür gesorgt hat, dass 5 Wasserwerfer in Berlin die Demonstranten Ja. dagegen in Schach gehalten haben. Dieses Gesetz, auch bekannt als Bevölkerungsschutzgesetz, das hat sich das ausgewirkt bisher auf Sie? Seit dem 18.11. hat sich dafür konkret bei Ihnen ja, sich was geändert aufgrund dieser neuen Gesetzeslage? Ja gut,
Ja, mit Berufung auf dieses Gesetz ist ja der nächste Lockdown gekommen. Seit, glaub, weiß ich jetzt selber nicht mehr genau, ich glaube 16.12. oder wann es war. Also mit den verschärften Maßnahmen. Vorher konnten wir ja in unserem Café verkaufen. Seit damals machen wir nur to go, einfach um zu versuchen, dass wir hier ja, so ein bisschen noch was verdienen, wobei das ein Zuschussgeschäft ist. Mit ein bisschen to go kann so eine Gastronomie nicht am Leben gehalten werden. Das ist das Einzige. Sonst hat sich hier nichts geändert. Es sind ja die gleichen Maßnahmen durch den Lockdown, also gleiche Hygienevorschriften, alles was dazugehört. Insofern hat sich da noch nichts geändert. Können Sie schon abschätzen, wie groß der Umsatzverlust ist, Ihres Betriebes aufgrund der Maßnahmen und Einschränkungen? Also wenn ich jetzt den Dezember nehme, sind es 70, 80% Umsatzverlust. 70, 80% Umsatzverlust. Und ich denke mal, Ihre Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, nehme ich an. Ja, jetzt haben wir einen gewissen Vorteil. Wir sind ein Familienbetrieb. Ich habe also was die Gastronomie hier macht mein Sohn und ich allein und meine Frau, die hilft dann mit, wenn notwendig. Und meinen Sohn habe ich in der Tat in Kurzarbeit geschickt. Bringt aber halt auch nicht viel. Es sind 60% vom Nettogehalt. Alles andere, Steuern und Sozialversicherung, müssen wir ja trotzdem bezahlen. Es werden ja nur 60% vom Nettogehalt dann durch die Arbeitsagentur erstattet. Da haben wir einen gewissen Vorteil, weil meine Frau und ich das quasi allein machen in der Zwischenzeit. Weil das bisschen to go, was wir hier verkaufen können, das können wir tatsächlich auch allein schaffen. Und wir sind nicht angestellt hier im Café. Das heißt, für uns wird man sowieso nichts kriegen. Das heißt, durch den Zusammenhalt der Familie und dass jeder Einschränkungen auch für sich persönlich hinnehmen muss, dadurch schaffen sie es ein bisschen, ihren Betrieb noch über Wasser zu halten. Genau. Das würde, wenn ich jetzt, wenn wir keine, wenn die Familie hier nicht mitarbeiten würde, dann würde es niemals funktionieren. Dann hätte ich hier zumachen müssen. Und wie sieht es mit den Beihilfen aus, die ja von Bund und Ländern versprochen werden? Hatten Sie schon die Möglichkeit, Beihilfen zu Nee, beantragen und auch Herr Friedner, ausgezahlt zu nichts. bekommen? Nee. Nee, nee, nichts. Null, null. Weil auch diese Regelungen je nach Situation eines Unternehmers, also ob das jetzt eine Gastronomie ist oder auch ein Friseur ist oder eine ja, Kosmetikstudio oder eine Boutique, für die Gastronomie gibt es ja die November- oder Dezemberhilfe. Und die bezieht sich, oder da kann man, wenn man in diese ja, Regelungen fällt, 70% vom Umsatz des Vorjahres oder in dem Fall, wenn es Gastronomie ist, vom Vorjahr bekommen. Also vom Vorjahr oder halt vom Vormonat, so ist die Regelung. Jetzt ist es bei uns so, wir haben die Gastronomie und da ist noch eine Tierpraxis von meiner Frau dabei und noch ein kleines, ja, Tierfutter-Einzelhandelsgeschäft, das wir normal weiterlaufen lassen können. Und die Regelungen besagen, dass wenn jetzt die Gastronomie zum Beispiel nicht mindestens 80% vom Gesamtumsatz eines Mischbetriebes, der wir sind, beiträgt, dann kriegt man auch nichts. Ja, wir haben kein, die Gastronomie ist im Vergleich, sind keine 80% vom Gesamtumsatz. Obwohl Sie, wie Also, Sie gesagt haben, schon bis zu 80% Umsatzverlust haben bei der ja. Gastronomie allein. Also 80% allein in der Gastronomie, jetzt bezogen auf Einzelhandel und mit meiner Frau sind es in Summe keine 80%. Aber das Problem ist halt auch, dass wir erst im Mai, Juni letzten Jahres eröffnet hatten. Das heißt, wir waren letztlich noch in der Aufbauphase und deswegen kriegen wir auch nichts, weil es uns letztes Jahr noch gar nicht gab. Einige Kritiker dieser Maßnahmen sagen, ja, das sei, wenn es eben nicht zu staatlichen Hilfszahlungen kommt, wie jetzt auch in Ihrem Fall, ganz praktisch, die bleiben ja aus, sprechen da von einer staatlichen Enteignung der Unternehmer und ja, Betriebsinhaber. Ja, natürlich je nachdem, was danach kommt. Also wenn Sie jetzt von staatlicher Enteignung sprechen, die haben wir definitiv jetzt schon bei der Lufthansa oder zum Beispiel bei der TUI, wo sich der Staat mit 25% beteiligt und dann auch ein Mitspracherecht bei Unternehmensentscheidungen hat. Das haben wir schon, tatsächlich. Und wenn das, ob sich jetzt der Staat an den so kleinen Betrieben beteiligt,
Wahrscheinlich eher nicht. Die gehen halt dann irgendwann einfach pleite. Die gibt es dann nicht mehr. Und wer wird überleben? Das sind natürlich dann die Großen, ein McDonald's oder ein Subway oder so. Ja, die überleben trotzdem, weil die waren ja von Haus aus schon to go oder überwiegend to go. Denen tut es nicht sehr viel. Es sind die Kleinen, die unter diesen Maßnahmen leiden. Kleinunternehmer, kleine Gewerbetreibende, Solokünstler, alles, was in die Rubrik fällt. Und das sind ja Millionen in Deutschland. Ja, da haben Sie völlig recht, Millionen Betroffene. Sie sind einer davon. Wir sind jetzt 2 Tage vor Ihrer Aktion im Gespräch miteinander. Am Montag öffnen Sie entgegen der Corona-Eindämmungsmaßnahmenverordnung Ihres Bundeslandes, dem Freistaat Bayern. Wie sind bisher die Reaktionen bei Ihnen vor Ort, lokal, aber auch bundesweit? Ja, die sind, ich habe damit nicht gerechnet. Ich wollte ja hier quasi im Tegernseer Tal ein Zeichen setzen und habe ja damit gerechnet, oder ich rechne auch natürlich nach wie vor damit, dass hier das Bußgeld dann kommt. Und dann dachte ich, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit ist auch gut. Deswegen haben wir das ja auch veröffentlicht, dass wir diesen Plan haben. Im Moment ist es tatsächlich so, wir haben ein bundesweites Echo da drauf. Das ist ungeheuer, also kann man wirklich so sagen. Sehr viele positive Meldungen. Was mich im Moment noch etwas zögerlich macht, ob ich es jetzt wirklich durchziehe. Ich werde heute Nachmittag mit der Polizei mal telefonieren. Wir haben leider auch ein paar negative Meinungen, und zwar von richtigen Krawallbrüdern, nenne ich die jetzt mal. Ich weiß noch nicht, was da draus wird und was da kommen könnte. Definitiv auch aus der rechten Szene, das haben wir mitbekommen. Und das sind Leute einfach dabei, die hier ja, Stimmung machen wollen. Und genau das will ich nicht, weil wir leugnen nicht Corona. Meine Frau ist ja, wie gesagt, Tierärztin. Wir wissen sehr gut, was Corona ist und wie man damit umgehen könnte, wenn man es richtig machen würde. Wir sind auch nicht in der rechten Szene verbandelt, und leider wird man sehr schnell in diesen Topf geworfen, wenn man gegen die öffentliche Meinung unserer Regierenden etwas unternimmt. Das ist leider in Deutschland inzwischen so. War ist jetzt schlecht. Ich bin nach wie vor ein Vertreter unserer demokratischen Grundordnung. La Nur wird die leider sehr, im Moment sehr stark auf die Probe gestellt. Ich sehe die Demokratie im Moment in Deutschland etwas entschwinden, leider. Wer ist das Und denn, der Sie da in die rechte Ecke stellt? auch da gibt es also wir haben ja unseren Instagram und YouTube haben wir jetzt gelöscht, weil wir gesagt haben, wollen wir nicht. Ich kriege aber noch relativ viele E-Mails. Ich kenne die Leute nicht. Ich habe keine Ahnung. Das sind also die unterschiedlichsten Leute. Man kriegt das dann nur mit, wenn halt solche Aussagen kommen, die als rechts motiviert sind. Das merkt man ja. Es gibt auch andere, die also der Meinung sind, wir setzen hier Menschenleben aufs Spiel und so weiter und so fort. Also das sind dann die, aus welcher Ecke die kommen, weiß ich nicht. Aber es gibt einfach welche, die, ich nenne das ganz gerne betreutes Denken, die also verlernt haben, selbstständig darüber nachzudenken, was bei uns in Deutschland im Moment überhaupt passiert. Corona ist ein Virus. Diesen Virus, den gibt's, den gab es auch früher schon. Und mit Corona werden im Moment in Deutschland Dinge gemacht, die ohne Corona nicht möglich gewesen wären. Und wenn wir uns die Gesamtsterbezahl in Deutschland anschauen, wir haben keine Übersterblichkeit. Ich schaue mir die regelmäßig an, auf dem Statistischen Bundesamt. Es gibt dann die Intensivbettenstatistik, DIVI, die kann man nachprüfen, wie viele Intensivbetten überhaupt ausgelastet sind. Man kann nachschauen, wie viele Betten wir zum Beispiel, Intensivbetten zum Beispiel im Frühjahr, im März hatten und wie viel wir jetzt haben. Komischerweise haben wir jetzt 6.000 weniger. Im Laufe des Jahres sind ungefähr knapp 20 Krankenhäuser geschlossen worden, weil die finanziell nicht mehr überleben konnten. Und da muss man sich doch, und so, also es gibt noch viel mehr Zahlen. Und da muss man sich ja irgendwann mal fragen, was ist das denn? Mitten in der schlimmsten Pandemie, wie uns ja immer eingeredet wird, werden in Deutschland Krankenhäuser geschlossen und Intensivbetten abgebaut. Da kann doch was nicht stimmen.
Und können Sie noch mehr Beispiele sagen für Dinge, die jetzt passieren in Deutschland, die Sie nicht für möglich gehalten haben im Rahmen dieses Kampfes gegen das Coronavirus? Ja, Demonstrationsverbote, wie die Polizei mit den Demonstranten auch umgehen. Klar gibt es da manchmal rechte Tendenzen. Das ist leider, das ist schade, aber die gibt es. Aber dann gleich die friedlich demonstrierenden Menschen in den Topf rechts reinzuwerfen, das hätte es früher nie gegeben. Also ich kann mich da, es gab ja früher auch Wackershausen und was da alles gab, wo gegen Atom demonstriert wurde und gegen viele andere Dinge. Aber ich bin ja schon 70 Jahre alt, also ich habe schon ziemlich viel miterlebt in der Bundesrepublik Deutschland. Auch wie die DDR funktioniert hat, habe ich mitgekriegt. Mein Vater kommt aus Dresden, da habe ich auch ganz gute Informationen früher bekommen. Ja, und da verändert sich im Moment sehr viel. Man darf ja noch nicht mal, ich tue es trotzdem, aber man sollte möglichst wenig mit seiner privaten Meinung, wenn die nicht die der Regierung denn ist, zurückhalten. Weil, wie gesagt, man wird schnell in die rechte Ecke gestellt. Man will ja jetzt die Regierung abschaffen und man will Reichsbürger sein und sind wir nicht, ausdrücklich nicht. Wir wollen, dass das Recht in Deutschland wieder dahin kommt, wo es bisher auch war. Und da haben wir doch ein Problem im Moment. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie mit Verleumdungen, Anfeindungen zu kämpfen, Auch, ja. und das ist einer der Gründe, warum Sie jetzt heute Rücksprache halten mit der Polizei. Ja, wie wir uns am besten verhalten, weil das natürlich schon, ich will ja, ich bin zwar der Meinung, dass die Verordnungen bezüglich Corona, jetzt speziell in Bayern, rechtswidrig sind. Ich will das Problem aber nicht mit Krawall und mit viel Getöse lösen, sondern auf dem Rechtsweg. Ich will hier sagen, ich bin anderer Meinung als der Verordnungsgeber. Wenn der Verordnungsgeber jetzt meine Meinung nicht teilt, was er wahrscheinlich nicht tun wird, dann soll er mir ein Bußgeld geben und dann schlage ich den ganz normalen Rechtsweg ein. Werde Klage einreichen und dann muss man mal schauen, wie das weitergeht. Was ich nicht will, mit Krawall und großem Getöse und womöglich noch mit der Rechten oder auch der Linken, also es gibt ja linke Szene, die gewalttätig sind, die gibt es ja genauso. Ich will nicht immer alles auf rechts schieben. Links ist ja manchmal auch ziemlich gewalttätig, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Da will ich mich abgrenzen. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich will rechtsstaatlich mein Problem lösen und nicht mit Krawall. Und wie ist es mit der Situation dann vielleicht am Montag, wenn Sie das durchziehen? Befürchten Sie, dass da jemand, also auch bei Ihnen vor Ort, seinen Unmut loswerden könnte? Durchaus denkbar. Deswegen will ich mal mit der Polizei telefonieren und die mal fragen, wie sie solche Einschätzungen, wie sie eine solche Lage einschätzt und ob sie dann. Ich gehe davon aus, dass sowieso zwei Polizisten kommen mit dem Landratsamt, um einfach hier ja, die Verordnung durchzusetzen. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Da habe ich keine Erfahrung damit. Aber zwei Polizisten werden im Zweifel halt nicht reichen, wenn hier wirklich was passiert. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das alles nur übertrieben ängstlich gerade, keine Ahnung. Aber ich habe damit keine Erfahrung. Deswegen wollte ich mich einfach mal bei der Polizei absichern, wie die Lage einschätzt. Weil die kriegen ja auch mit, was hier passiert und was hier los ist. Auf Ihrer Internetseite von Ihrem Restaurant gibt es auch einen Link zu dem Tourismusverband Tegernsee. Bekommen Sie da eine Unterstützung oder haben Sie da kommuniziert mit dem Verband? Weil der wird ja Nee, sicherlich viele Betroffene vertreten. da habe ich noch nichts mitbekommen, nee. Okay. Das heißt also, Ihr Plan ist erstmal zu öffnen, dann eben diesen Bußgeldbescheid zu kassieren, um dann eben juristisch in der Lage zu sein, dagegen bis zur letzten Genau. Instanz vorgehen zu können, bis zum Europäischen Gerichtshof. Ja, genau, weil es für mich langsam unerträglich wird. Das hat jetzt nichts mit finanziellen Gründen zu tun, aus finanziellen Gründen zu tun. Es ist für mich langsam unerträglich, mit welchen Restriktionen wir hier in Deutschland und speziell in der Gastronomie leben müssen. Die Gastronomie hat enorme Anstrengungen gemacht, um die Hygiene, die vorgeschriebenen Hygiene-Dinge einzuhalten und zu realisieren, damit die Gäste so gut es geht einfach sicher
auch noch ein gewisses soziales Gefühl in ihrem täglichen Leben zu haben und nicht nur zu Hause eingesperrt zu sein und um 21 Uhr wieder zu Hause sein zu müssen und so weiter und so fort. Sie kennen ja die ganzen Regeln, die es inzwischen in Deutschland gibt. Und da will ich einfach ein Zeichen setzen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Der normale Weg, ich will keine Demonstration ins Leben rufen und solche Dinge, demonstriert wurde schon ausreichend, hat nichts geholfen. Also denke ich gehe jetzt wirklich mal den juristischen Weg. Vielleicht hilft's, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Wobei ich mir vorstellen könnte, je mehr Menschen diesen juristischen Weg gehen, umso größer wird dann auch die Herausforderung für den Justizapparat, nehme ich an. Richtig. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich damit rechne, dass dann noch mehr Menschen diesen Weg gehen. Ist wie im richtigen Leben und wie schon immer in der Geschichte, einer muss anfangen. Gandhi hat auch mal mit der Befreiung von Indien angefangen. Es ging ihm zwar zwischendrin ziemlich schlecht, aber irgendwann hat sich der Engländer zurückgezogen. Ja. Oder Martin Luther, ne, hat ja auch mal ein paar Thesen an die Tür von der Kirche von Wittenberg geschlagen. Der war auch nicht sehr beliebt damals bei der katholischen Kirche. Oder Mandela, Südafrika. Also es gibt ja so Beispiele. Irgendwann muss man anfangen, damit sich was tut. Im Moment bin ich es anscheinend. Ich weiß nicht. Wobei schon ein paar andere auch geklagt haben. Also wir sind sicherlich nicht die Ersten hier. Aber wissen Sie schon von irgendwelchen konkreten Ergebnissen von Klagen? Ja, das, was man halt so im Internet lesen kann, ich weiß, dass so ein paar Dinge jetzt jüngst ist ja, gibt es ein Gerichtsurteil, dass die ärztlichen Atteste, ja, das Nichttragen der Masken demjenigen zugesteht, dass da nicht der Grund drin stehen muss. Das wurde wohl bisher öfter verlangt und da gibt es jetzt ein Oberlandesgerichtsurteil, ich glaube sogar Berlin, weiß jetzt, bin mir jetzt Brandenburg, nicht sicher. das ist Oder Brandenburg. Brandenburg, ja. Aha. Ja, das ist kürzlich entschieden worden und kann schon für diejenigen, die es betrifft, als ja, Erleichterung empfunden werden. Ja, genau. Also das sind solche Urteile oder jetzt, was die Öffnung einer Gastronomie im Lockdown anbetrifft, da gibt es noch kein Urteil. Da habe ich auch noch nichts drüber gelesen. Ja, dann sind wir sehr gespannt darauf, was bis und am Montag passiert, Herr Becker. Und Ja, da ich auch. ja, ich kann nur noch mal sagen, das finde ich sehr, sehr spannend, Ihr Engagement in der Richtung und Ihre Gedanken, die Sie sich dazu machen. Ja, ich will einfach, dass sich was ändert, weil so können wir nicht weitermachen. Ist meine Meinung jetzt. Gibt sicherlich andere Meinungen auch. Das dürfen die anderen auch haben. Und ich bin immer bei solchen Dingen der Meinung, wenn, muss man sich wirklich so auseinandersetzen, dass man mit Fakten und Daten arbeitet und nicht pauschal draufhaut, was wir jetzt im Moment tatsächlich erleben. Dann hoffe ich mal, dass niemand bei Ihnen draufhaut, Herr Becker. Ja, das hoffe ich auch. Okay, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen und Ihrer Gerne. Familie noch ein schönes Wochenende. Ebenso, Dankeschön. Wiederhören. Tschüss.